Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir haben hier ein kleines Lager gefunden, es wirkt total verlassen. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt irgendwann mal irgendjemand anspringt und uns wehtut. Aber fürs Erste schaut es okay aus und wir nehmen einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Hier alte Münzen und ein Geldbündel. Nehmen wir natürlich alles mit für die Sammler, die wir vielleicht in Zukunft finden. Es hört sich an, als wenn da jemand gerade was essen würde, ne? So rohes Fleisch oder so. Hört sie das? Oh, Dietrich und Öllampen. Und mein Ohr juckt. Einen Moment bitte. Ah. Ah, das hat jetzt hässlich gejuckt. So. Ah, da haben wir auch was. Metallschrott und Metallschrott. Sehr gut. Einen Hammer. Ich höre eine Assel, so eine. Ah nein, das war eine Ratte. Dann gute Gabel, böse Gabel. Na, gute Gabel, guter Löffel. Einen Krug, habe ich das? Ja, einen Krug haben wir auch. Bin ich froh, dass unsere Taschen, also dass wir nicht schwerfällig werden, wenn wir zu viel gesammelt haben. Das ist echt toll, muss man wirklich sagen. Wenn man sich darüber keine Gedanken machen braucht. Wenn man einfach nur sammeln kann, wie wahnsinnig. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, wir sind froh über alles, was wir kriegen können. Also, wir sind da ein bisschen bescheiden. Solange uns halt jetzt keine Viecher über den Haufen rennen, das wäre ungesund. Da oben ist ein Ventilator. Bringt sie aber nichts, ne? Tasche auch nicht. Halt! Alter. Manchmal ist es so schwunghaft, unsere Figur hier. Ich wollte nur schauen, ob die Tasche da was bringt. Na. Schaut dem nicht so aus. Dunkel wird's auch. Das ist natürlich nicht so toll. Oh. Ihr habt hier nichts verloren. Okay. Wir hauen hier mal kurz ab. Hui! Leg sie weg. La 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 la. Das ist, wenn man wieder Rotkäppchen spielt, ne? Sind sie weg? Ich glaube, die sind weg. Jetzt können wir noch probieren, nochmal beim Haus da, ne? Hui! Hui! Aha, das bringt sie gar nichts. Ich wollte nur da oben noch nachschauen, ob wir hier oben was Tolles finden. Aber ich glaube, das kann ich mir jetzt schon abschminken. Das kann ich mir, wie es ist, schon abschminken. Besten ist abhauen. Ja, ja. So viel zum Abhauen. Ich wollte nur schauen, aber das ist nix gute Idee. Nix gute Idee. Oh, ich habe gar nicht. Aha. Natürlich habe ich nichts gespeichert. Ist klar. Dann sammeln wir das noch ganz fix ein. Zur Übung. So. Schnell öffnen, schnell looten. Dann durften wir noch hier rüber. Metallschrott dürfen wir noch mitnehmen, die beiden. Dann durften wir hier beim Tisch noch alles mitnehmen. So. Zack. Zack. Dann wäre es vielleicht noch klasse, wenn es geht. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. So vielleicht. Aber da ist, glaube ich, eh nichts. Da ist noch was. Metallschrott. Aber ansonsten schaut da eh nichts mehr Interessantes aus. Da vielleicht noch Alex. Ah, eine Truhe. Die machen wir auch auf. Schauen wir mal, ob ich das kann. Na. Ah, lol. Die ist ja einfach. Einmal so ganz einfach rauf und runter. Ja, das kannst du laut sagen. Schrottsammlerhelm. Du, da können wir die ganzen 12 Konstitutionen lernen, die wir haben. Diese Rüstung ist das Mindeste, was man auf Streifzügen tragen sollte. Mhm. Energieriegel und kleiner Heiltrank. Das können wir machen. Das geht sich noch aus. So. Dann wirst du immer gleich wirklich die ganzen 12. Na, 12. Also. Na. So wollte ich haben. Oder? War das jetzt zu viel?
Warte kurz. Ihr habt Blödsinn, glaube ich, gemacht. Warte mal kurz. Ich bin gerade dumm. So. Also, Kopf. Schrottsammlerhut. Achso, des Abenteurers. Das wäre gar nicht so schlecht. Geschicklichkeit und Überleben kriegen wir mehr. Tauschen wir das einfach mal um. Habe jetzt das gar nicht. Schrottsammlerhemd. Ich habe Helm gelesen, Entschuldigung. Schrottsammlerhemd. Können wir anziehen, bringt sich sogar was. Wir brauchen 22. Okay, passt schon. Lol, ist der Hut hübsch. Schau mal, der steht ihm voll gut. Der steht ihm voll gut. Gefällt mir, also mir gefällt er. So, dann, was mache ich da? Lernen, genau. So, also rauf da, auf die 22. Übernehmen. Jog. Dann können wir den Fetzen schon anziehen. So, passt. Haben wir schon ein bisschen mehr gerüstet. Ist ja nicht so schlecht. Ja, das schaut gar nicht schlecht aus. Schau mal, die Kombi. Ja. Das ist hübsch. Das ist schnittig. Das gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze. Zack, auf den hier, jawohl. Und schauen wir, dass wir die Biege machen. Das ist echt nicht schlecht. Mal auf dem Container landen. So, hüpf, hüpf. Und nix sie weg. Was macht er da? Keine Ahnung. Ach, das gefällt mir echt gut, das schaut fesch aus. Tap, tap, da, 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 da. Wir sind so hübsch, la, la, la. So. Dann darüber. Hui. Da müssen wir schauen, dass wir darüber irgendwie kommen. Ob wir das mit dem Jetpack hinkriegen? Ich bezweifle das gerade ein bisschen. Schaut doch recht weit aus. Naja. Wie heißt so schön, Versuch macht klug. Ja. Um ein paar Laufmeter zu sparen, tun wir nochmal schnell speichern. So. Und dann probieren wir unser Glück. Hey, der K. Ja, ist ja ausgegangen. Super. Boah. Erleichterung. Da vorne schaut schon wieder aus, als wenn Banditen daheim wären. Was gar nicht so gut ist für uns. Wenn dem so sein sollte. Oh ja. Oh na, sind das wieder diese Spinnen? Na. Aha. Da wird gerade gekämpft. Probier mal halt, ne? Zack. 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 Ray, du darfst auch mal. Aha. Der schießt gleich um. Au. Wow. Weg da. Oh Mann. Geht das auf dem Dach hier? Ich hoffe. So. Gut. Dann tut man halt. Die Drecksarbeit hat er gemacht. Interessant. Der ist bärenstark, der Kerl. Aber ist ein Outlaw, oder? Rider. Diese verfluchten Schakale. Dauernd tauchen hier neue auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Wie kannst du nur? Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Entschuldigung. Du tötest Schakalfamilien? Das, ja. Der Held und ich, ne? Wir sind schon auf einer Wellenlänge. Der hat sich schon an mich gewöhnt. Was wollen die Schakale hier? Du tötest Schakalfamilien? Das muss ich natürlich nehmen. Töte ich sie. Ich bin schließlich Jäger. Aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Na toll. Gehörst du zum Vor? Lass uns Schakale jagen gehen. Gehörst du zum Vor? Gehörst du zum Vor? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Fressen oder gefressen werden. Um mehr geht es hier draußen nicht. Aha. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen, als da oben im Fort und lasse mich den ganzen Tag voll schmatzen.
Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Lass dir das gesagt sein. Jawohl. Lass uns Schakale jagen gehen. Lass uns Schakale jagen gehen. Nee, du, lass mal. Ich habe für diese Woche schon genug gejagt. Ich werde mich erstmal wieder ein bisschen entspannen, bevor ich aufbreche und versuche, meine Waren zu Geld zu machen. Okay, kannst du mir irgendwas verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Ja, klar. Je mehr ich die hier verkaufen kann, desto weniger muss ich nach Abessa oder ins Fort schleppen, um es zu verkaufen. Sag mir, was du brauchst. Vielleicht habe ich's ja. Aber ich kann dir nicht alles verkaufen. Ich habe noch eine Lieferung, die ans Scrappy gehen muss. Das kann ich für dich machen. Wer ist dieser Scrappy? Wer ist Scrappy? Scrappy ist ein alter Mann, der unterhalb des Forts lebt. Er durchwühlt dort den Müll nach Brauchbarem und handelt damit. Du würdest nicht glauben, wie viele gute Stims die Leute teilweise wegschmeißen. Ja, verschwenderisch, ne? Ich könnte die Lieferung zu ihm bringen, wenn du möchtest. Ich könnte deine Lieferung zu Scrappy bringen. Und wieso genau solltest du das für mich tun? Erfahrungspunkte. Ganz einfach, Erfahrungspunkte. Weil du mich bezahlen wirst, weil ich es für dich umsonst mache. Weil ich es für dich umsonst mache. Ist das dein Ernst? Auf dieser Welt ist nichts umsonst. Ich werde dir meine Waren für Scrappy mitgeben. Aber wenn du mich verarschst, Freundchen, ich werde es merken. Ich werde dir die Lieferung geben, aber ich behalte dich im Auge. Hier, Scrappy weiß, wie viel es ihn kostet. Wenn er dich bezahlt hat, komm wieder zu mir. Alles klar? Klar. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Gut erhaltene Konservendose. Naja, war sie noch nicht so recht. Schnabelfell. Mandibeln. Drüsen, bla bla bla, Bolzen. Pfeile wären cool gewesen, aber das hat er ja nicht. So, waffentechnisch hat er nichts. Natürlich, weil er nur diese Sachen da verkauft mit dem Dingens hier. Mit den Zeugs. Rohes Fleisch. Hat er noch 4 Stück? Oder was? Oder wir haben noch 4? Wie geht das? Also das kostet's, ne? Oder? Wurscht. Egal. Aber eigentlich brauchen wir eh nichts. Na, glaube ich nicht. Derweil einmal nicht. Tschüss. Entzündet. Ja. Ja. Aber das Lagerfeuer benutzen wir mal kurz. Da kann ich das gleich mal kontrollieren. Ah, das in der Klammer zeigt an, wie viel Stück wir besitzen. Okay. Diese Hochleistungssuppe habe ich auch noch nie gegessen. Machen wir mal eine. Da kann ich sagen, machen wir gleich alle 3. Bitte, ja. Gebratenes Fleisch. Können wir eigentlich auch alles machen. Warum? Na, darf man nicht. Puh, jetzt hätte ich fast das rohe Fleisch weggebraten. Puh, dann hätte ich Ärger bekommen. Na, darf man nicht. Na, lassen wir mal. Wo ist denn dieser eine Schakal? Da knurrt ja was herum. Tun wir mal speichern. Und dann werden wir diesen Scrappy-Typen aufsuchen. Was macht denn er da? Achso, das ist Raider. Das dachte ich schon, das macht Raider. Okay, die haben wir gelootet, ganz brav. Ja. Gut, dann looken wir mal. Da hinten den einen können wir vielleicht klatschen. Alter Schwede, ich klatsche nichts mehr. Anschlag, aber ich bin tot. Ja, ist es soweit. Ich wollte mich jetzt dahinter verstecken und was schnapulieren, aber das hat nicht hingehauen. So, tun wir schön gemütlich, schön laden. Ich will das Viech aber tot sehen. Da, schnell was essen. Weil ich hätte schon, ich würde schon gern, ehrlich gesagt, die Erfahrungspunkte mitnehmen. Trinkst du heute noch was? Hallo? Ich glaube, er ist beleidigt auf mich. Ah, jetzt. So. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Komm her, du Mistviech. Ray! 3, 4, 5, 6. Okay, 6.
Alter! Du Mistviech! Komm her! Da bin ich! Idiotenviech! Oh ja, so ein Idiotenviech! Ja, ich wollte gerade was trinken! Ich hab sich gedacht, der greift Ray an, ne? Na, ich will den ja besiegen, ey! Wie gemein! Ich glaube, das kann ich stehen lassen! Diese Schakale sind mir echt nicht wurscht! Naja, egal! Lass mal das Viech halt. Ich brauche echt eine stärkere Waffe. Das geht so nicht weiter. Wo sind wir denn jetzt da? Da. Ist das jetzt die Quest? Check. Also ich bin doof. Da muss ich eigentlich hin, ne? So. Ja, wir weichen. Ich weiche den Deppen da mal aus. Das blöde Schakalviech. So. Mach einen großen Bogen drum. Da muss ich wieder aufpassen, ob es hier Minen gibt, ne? So, kann man den Rucksack Spiel verblocken? Na, der Rucksack ist für nix, okay. Was ist das? Wenn ich nur das Talent hätte, einer dieser Schrottkarren wieder flott zu machen. Mein Bruder und ich hatten immer den Traum, damit einmal die Welt zu bereisen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, bei den beschissenen Straßen wird daraus nichts. Jep, da hast du recht. Die müssten nämlich gleich mitsaniert werden. Was haben wir da? Aha. Kann man da wieder vielleicht hacken? Ich glaube. Dann probieren wir es mal. Dann hacken wir wieder. So. Na, komm. Okay, die 8 passt schon überhaupt nicht. Die 6 passt auch nicht. Probieren wir mal. Die 1 scheint zu stimmen, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir mit der 8 an. Die 4 ist auch falsch. Dann würde ich sagen, dann 6er, dann 1er. Aha, die 8 stimmt schon mal. Die 6 und die 1 gehört vertauscht. Okay. Na komm. Geht nix. Dann halt nicht. Also die 0 habe ich vergessen, bin ich doof. Geht doch. Ah, okay. Haben wir schon geschafft. Unbrauchbare Verbandstasche, Zigarettenschachteln und Geldbündel. Perfekt, nehmen wir alles mit. So, sehr, sehr gut. Würde ich sagen, ist gerade speicherungswürdig. So. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Ein Bettchen wäre jetzt toll gewesen. Wird echt schon finster, ne? Was soll's? So, irgendwie darüber. Mal schauen, ob wir hier ein Bettchen vielleicht finden. Na, nicht wirklich, ne? Es wäre halt echt toll gewesen, bei ihm noch vorher zu schlafen, zu pennen. Oh. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, darüber. Okay. Dann müssen wir einen Bogen machen. Irgendwie. Aha. Wow. Also sprich, das hat sich gerade nichts gebracht. So, mal kurz klettern. Dann will ich versuchen... Schweb, schweb, schweb. So. Nochmal. Schweb, schweb, schweb. Was geht mir jetzt schon wieder an? Ah, da unten. Na, großartig. Das wollte ich jetzt aber nicht. Aha, da vorne ist auch schon wieder so ein komisches Viech. Es dürfte wieder so ein... Wie heißen die? Die komischen Beißviecher da. Die einen immer so schier umbringen. Aha, da ist ein Unhold. Alter. Ist ja nicht zu fassen, oder? Na, großartig ist das, das schon wieder echt. Was sehen meine entzückten Augen? Einen Teleporter. Aber den weiß ich jetzt schon, den darf ich niemals benutzen, dann bin ich tot. Du bist ein gefährlicher Typ, ne? Schnell aktivieren.
und nix hier weg. Lauf, 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 lauf. Ja. Und der Part ist auch zu Ende. Was macht denn der Depp? Alter, du sollst nicht übers Auto hüpfen, wenn ich schon dran vorbei bin. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Oh. Ich glaube, ich flieg darüber. Ja, das hört sich gut an. Puh, ich glaube, da sind wir mal fürs Erste sicher. Ich hüpfe sie jetzt aber noch auf den Felsen darauf. Tja. Puh, na gute Nacht. Wir sind ja uns zum Ziel schon ein Stückchen näher gekommen, glaube ich. Ich denke mal, dass da drüben der Turm ist. Den wollte ich eh schon mal erkunden. Boah, ey. Na gute Nacht. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal gut sein und beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!